könnten ein Foto machen, wie wir beide einfach auf dem Bild sind. Warte, als. Einfach, wo wir beide auf dem Bild drauf sind. Auf dem Bild drauf sind. Mies am Drippen. Wo wir aber die Hautfarben gechanged haben. Zu wild. Aber ich glaube, es wird aber auch wieder falsch aufgefasst. Ne? Kann auch falsch aufgefasst werden. Kann auch falsch aufgefasst werden. Kann auch falsch aufgefasst werden, ja. Mir hat die letzte Hautfarbe nicht gefallen. Da hab ich die Outfit Change, Real Talk. Digga, wir haben es gleich an, du Spaß. Naja, nicht ganz, guck mal. Genau. Ja, okay. Was für ein Schuhbus hast du? 42. Laber. Mhm. Als ob deine Füße so klein sind. Ich hab kleine Füße. Du kannst ich hab eine 41, aber ich dachte, deine wären größer. Real Talk. Schade, leg mal nicht einen Mittelscheitel drauf. Real Talk, ich dachte, deine Füße wären größer. Nee, ich hab kleine Füße. Frisur Change? Ja, Frisur Change wäre nice. Kurz einen Mittelscheitel machen. Nee, du musst die umshoppen, die Haare. Ach so, das? Und Photoshoppen. Kriegst du es hin? Schwer, aber schwer. Schwer. Mit Kuh. Ja, schwer. Schwer. Komm, Stiffen! Hey, wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du ein scheiß Fotograf. Ja, okay. Ja, okay, also. Dann bin ich ein scheiß Fotograf? Digga, ich hab kleine Füße, was soll was jetzt hier auf einmal meine Schuhgröße das Thema, als hätte niemand gefragt nach dem Thema. Ja, ich hab Schuhgröße 42 und ich bin 1,79 Meter groß. Ist es ein Problem? Ist es ein Problem? Ich hab halt kleine Füße. Ich bin völlig zufrieden mit Schuhgröße 42. Was will ich mit Schuhgröße 48? Damit kann ich nichts anfangen. Oh. Okay, ja, okay, mach mal. Ja, Chat, und da könnt ihr jetzt auch, braucht ihr jetzt gar nicht den Doppelpunkt in den Chat hier schreiben, das interessiert nämlich keinen, ja? Genau. So, also, ich sag euch Folgendes, okay? Wir werden jetzt ein Foto machen von ihm und mir und dann werden wir die Frisuren tauschen, okay? Machen wir das? Hallo? Safe. Bist du da? Ja, ich kündige gerade nur Dings an. Okay, gut. Wir müssen nachher Eweitwinkel machen, wenn wir alle hier sitzen, ne? Es ist doch schon da. Ja, aber das mein Schluss müssen wir. Do you have a problem, man? Do you have a problem, man? Ah, jetzt können wir übrigens, gucken wegen der Körpergröße, ne? Wie findet ihr den Hoodie? Drippt der rein? Feiert ihr den Hoodie? Ich muss sagen, ich finde ihn so nice. Guck mal, jetzt können wir gucken wegen Körpergröße. Tu mal die Stühle ganz weg. So. Okay, jetzt hier. Also, man sieht auf jeden Fall, ich bin größer. So. Also, machen jetzt gleich kurz das. Hey, ich hab einfach einen Sonnenbrand in meinem Mittelscheitel, Digga. Wollt ihr mich flachsen, Digga? Was soll das? Was soll das? Was soll die Scheiße, Digga? Hey, du hast dein Iced-Out-Kreuz vergessen. Das muss ja wohl eine Million gekostet haben. Also, ich muss wirklich sagen, du bist einer von den wenigen, wo ich wirklich sagen muss, Bro, du hast guten Style, Digga. Muss man dir lassen. Schon. Ja, das muss man dir wirklich lassen. Ohne jetzt hier irgendwie bei dir schleimen zu wollen, war schon guten Style, Digga. Muss man dir lassen. Ich bemühe mich Tag und Nacht. Genau. Muss man dir lassen, Digga. Sonst alles aber scheiße bei dir. Du bist nicht schlagfertig. Sascha kommt jetzt gleich und wir sind auf jeden Fall gespannt wie Sack und Hoden dafür. Davor bedanke ich mich nochmal bei Kappa Klaus für 15 Euro. Macht lieber mal ein Video. Ein Livestream-Video. Wir machen auf jeden Fall in Zukunft bestimmt nochmal irgendwas, aber der Typ muss morgen los. Wisst ihr, was der mir erzählt hat? Er muss um 7 Uhr los, weil er noch Termine hat. Ey, schon mal selber erzählen, dass du mehr Termine hast, Digga. Komm. Lass gut sein, Digga. Ja, Leute. Ich komme einfach in einem Monat oder so nochmal nach Stuttgart. Ja, mal ein paar Videos. Da müsst ihr echt mal ein paar Videos machen. Könnte lustig werden, Digga. Wie du um nachts um 2 Uhr Termin, ja, Digga, Fulltime Hustler, you know what I'm saying? So, okay. Was denkst du vom Hintergrund? Ist eigentlich egal. Oh, das ist der Salat, der steht hier seit 3 Tagen. Holy shit. Ah, geil. Oh, lieber nicht. Ja, stell ihn nach da hinten, da steht er nochmal 5 Tage. Ja, der wird safe hier noch ein, zwei Wochen stehen. Komm, wir machen. Sollen wir jetzt einfach in der Ecke machen? Ich meine, das kommt ja nicht auf die Kulisse an, das ist ja eigentlich scheißegal, oder? Ja, in der Ecke. Ah, ich muss ja, soll ich mein Ding aufsetzen oder willst du mit Cap dann sein? Oder nee, weißt du, wir shoppen die Frisur auf die Cap. Du Trottel, natürlich sollst du die Cap absetzen, wenn wir die Frisur am Switch. Digga, guck mal, du kannst ja den Teil hier so und dann hast du mein Cap auf und dann dein Frisur auf meinem Kopf. Ja, aber da kommt ja der Mittelscheitel. Nochmal jetzt was? Ach so, du, so meinst du? Ja, ich würde es schon so machen. Ich würde es schon so machen. Nee, wir machen es ohne Cap, ist besser. Okay. Ja. Aber was sind das eigentlich für Schamhaare, die du unter dem Kinn wachsen lässt? Die sind frisch. Okay, chillig. Sag mal ehrlich, dieser Bart, der ist mächtig. Digga, soll ich dir meinen mächtigen Bart zeigen? siehst du den Bart, Digga? Siehst du die Konturen? Siehst du, wie der fließt, Digga? Das ist ein Bart, okay? Siehst du es? Siehst du, das ist ein Bart, okay? Das, was du da hast, sind Schamhaare. Okay, so. Let's go. Sollen wir ordentlich gucken, ob seriös oder so? Ja, ich guck nie ordentlich eigentlich. Ich guck immer so. Okay. Wie so zwei Deppen, Digga, sag mal. Oh Mann, sag nochmal. Ich muss dann aber die zwei Zöpfe. Sieht man das, warte? Ihr seid einfach auch die letzten Deppen, Digga. Na gut, da wird sich wohl heute Abend auch nicht mehr viel ändern. Nee, so, ich würde sagen, wir machen eins so.
wir lassen nochmal ein dummes machen, damit wir noch vielleicht noch ein bisschen dümmer hinkriegen. Ja. Und dann machen wir noch ein normales, oder? Ja. Und dann nehmen wir trotzdem das normales. Ja. Nein, wir machen kein normales. Aber noch wieder beide mit Daumen nach oben, ja? Ja. Oh, so. Auf so Dings, weißt du? Genau. Genau. Digga, ich werde mit deiner Frisur aussehen wie der letzte Spaß. Vor allem, wenn du noch den Zopf hier wegphotoshoppst bei mir und deine Frisur rauf und der Zopf kommt bei dir so hinten. Ey, ganz kurz. Da will ich ganz kurz auch an den Chat appellieren. Das Bild wird... Kriegst du es heute hin oder morgen? Morgen, oder? Morgen. Oh, noch heute. Morgen nicht. Ja. Wie morgen nicht? Morgen nicht. Ich bin morgen unterwegs. Ah. Unterwegs nennen sie das also. Dann, wir sind unterwegs. Dann aber heute. Ja, natürlich. Ja, heute. Der hat gerade so gepasst, ne? der passt ihm drauf. Bock auf den TikTok-Tanz? Safe. Oh ja! Zu viel kannst du ihn? Kriegst du ihn? Guckst du es wirklich an? Was? Also, bist du da unterwegs? Nee. Ich bin so gut wie nie auf TikTok. Hörst du, wenn ich selber hochlade? Was lädst du da so hoch? Hä, kennst du meine TikToks nicht? Die sind zu wild. Also ich kenne nur deine Instagram-Videos, um ehrlich zu sein. Ja, meine TikToks sind auch sehr wild. Zeig mal eins. Verpasse Anruf von Anonym. Dankeschön, ruf mal am besten noch drei. Komm, ich guck mal eins auf YouTube an. Es gibt auch eine Compilation schon von meinen TikToks. Lyskin TikTok. Hey, wieso wurde das Video von mir schon angeguckt? Hier, Lyskin TikTok. Aha, du hast es schon geguckt? Nein, nein, ich hab, das ist, der, auf dem Account sind mehrere Leute eingeloggt. Das habe ich niemals mehr angeguckt, den Scheiß, Digga. Sag mal ganz kurz her, setz mal kurz den Kopfhörer auf. Komm. Wollen wir die Schule holen? Oder nee, lass mal kurz stehen. Okay. Hier, Lightskin! Ich hätte gerne eine Frage. Könnten Sie mir zufällig sagen, wo die. Ich hätte gern eine Frage. Ja. Das ist doch der Top-Kommentar sogar bei TikTok. Ich hätte gerne eine Frage. Cornflakes sind? Ja, das hat doch, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Das erinnere ich mich, das habe ich gesehen, das war tatsächlich komplett unlustig. Ja, ja. Ich weiß. Deswegen hat es auch 800k Views. Ja. Ja. Genau. Dankeschön. Aber krass, dass du wusstest auch, welche Cornflakes der wollte. Ja, wegen seinem Mundgeruch. So, ja, perfekt, Digga. Aber was machst du gegen deinen? Genau. Auf jeden Fall nicht Zähne putzen. My bitch got a body like Al. Das war eine Uhr stoppen, kannst du da springen. Was ist das? Einfach eine Uhr stoppen, die genau auf der 6, auf 6 Sekunden blinzeln. Ach so. Voll der Müll, kannst du einfach auch bestehen. Guck mal jetzt auf die Zeit, guck auf. Ah, 01. Fast bei 6 komplett gestoppt, Digga. Ja. Und das ist der Inhalt von dem Video. Ja. Und da will mir noch einer erzählen, dass meine Videos sinnfrei sind, Digga. Digga, das ist TikTok. Also, ist eben. Ja, es ist so, wir spielen jetzt eine Runde Wer würde eher? Wer würde eher eine Schlägerei anzetteln? Wer würde sich eher vollkommen peinlich in der Straßenbahn benehmen? Wer würde eher aus... Hör auf, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht, Digga. ...auswandern. Wer würde eher in einen Promi-Skandal verwickelt werden? Wer würde sich eher die Haare grün färben? Wer würde sich eher eine Woche lang nur von Süßigkeiten ernähren? Wer würde eher eine... Du kennst mich doch gar nicht! Du weißt es doch gar nicht! Doch. Was ist, wenn ich eben der Süßigkeitenmonster bin? Weißt du doch nicht, Digga! Aber ich fress viel, ich fress Hälfte meiner Süßigkeiten dazu. Hä? 100% fress ich meine Süßigkeiten dazu. 100%! Ja, das ist wahrscheinlich nicht so. Kube Mayonnaise essen. Wer würde eher etwas in einem 1-Euro-Shop klauen? Wer würde eher bei einem traurigen... Aber ihr seid euch übel einig, Digga. Hm? Ihr seid euch ja komplett einig. Ja, ja. ...film anfangen zu weinen. Wer würde... Und das ist jetzt der Rest vom Video. Nee, da kommt noch ein anderes Video, glaube ich. Ja, zeig mal noch ein anderes Video. Aber voll unnötig. Machst du auch so Tänze oder was? Gucci Luis. Oh, guck mal, wie viele Aufrufe. Muss los! 256.000. Digga, ich schwöre auf alles, solange wir YouTube-Money von den Typen haben, der den Kanal macht. Ja gut, dann hättest du vielleicht an dem Video, keine Ahnung, 20 Euro verdient. Ja? Ich meine, bei deiner Werbefreundlichkeit verdienst du nichts. Ja. Lass dir doch die 20 Euro zuschicken. Gucci. Ey, aber die Jacke ist echt krass. Da muss man die auch die, einfach mal, da muss man ihm auch einfach mal Props geben. Der Junge hat auch einfach coole Klamotten. Also da, nee, da muss man dir wirklich Jacke, auch einfach mal Props geben. Die Jacke ist tot scheiße, weil die aussieht wie ein North Face Jacke. Man sieht nicht mal diese Gucci-Logo. Stimmt, ja, gebe ich dir recht. So, man sieht so, wenn man darauf leuchtet und da riecht nachher an Käse. Und die kostet 1800. True. Deswegen habe ich doch gesagt, die sieht scheiße aus, Digga.
Wer ist der im Hintergrund? Hm? Wer ist der im Hintergrund? Tom Supreme. Und warum trägt er seine Sonnenbrille falsch rum? Die ist nicht falsch rum. Ach, das gehört so. Ja. Du bist noch nicht im Trend. Stimmt, ich bin noch nicht drin. Bist, ja? Wir sind Trendsetter. Ich bin noch nicht ganz drin, aber dann frage ich mich, warum hat er keinen Mittelscheitel? Ja. Man kann ja nicht jeden Trend setzen. Guck mal, die Leute wissen. Die wissen, was krass ist. Ja, die Leute feiern's, die feiern's, ja. Die finden es gut, was du machst, deswegen bist du ja auch hier. Letztens ist einfach zu wild, deswegen. Ich meine, du bist ja, ohne das wärst du ja komplett irrelevant. So bist du wenigstens ein bisschen relevant. Hast du recht. Aber ich bin auch gespannt auf deine EP. Vorhin hat einer im Chat gefragt, wird die EP, die am Freitag kommt, wird die ernst oder wird die wieder mit auch viel Humor? Ja, Lil Lightskin EP. Mhm. Halt, ist Lil Lightskin. Lil Lightskin bleibt Lil Lightskin. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Geteilte Träume. Wollten, dass ich ihnen noch ein Intro mache. Oh Mann, ey. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky.